Ist das der nächste peinliche Versprecher des US-Präsidenten? Es scheint, als schrappt ihr Joe Biden nur ganz knapp an der nächsten politischen Blamage vorbei. Fast rutscht ihm der Slogan seines größten Gegners um das Präsidentenamt aus dem Mund, Donald Trumps Wahlkampfspruch »Make America Great Again«. Nach dem Anschlag auf Donald Trump wendet sich Joe Biden aus dem Oval Office an die US-Nation. Die Rede wird auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Präsidenten veröffentlicht. Biden ruft zum Zusammenhalt auf, findet versöhnliche Worte. Doch nach einigen Minuten kommt er plötzlich ins Stottern. Eine Konzentrationsstörung oder ein Fehler auf dem Teleprompter, von dem er abliest: So tonight, I'm asking every American to recommit. To make America so, make America. Think about it. What's made America so special? Nur ganz knapp kriegt der Präsident noch die Kurve, doch der Schaden ist schon angerichtet. Bidens Stotterer schlachten Trump-Fans im Netz genüsslich aus, freuen sich diebisch darüber, dass Biden wieder einmal Schwäche zeigt. To make America so, make America, think about it. What's made America so special?